Meine Zeit, deine Zeit, Leihzeit. Erik, letztes Spiel war 1:1, da warst du mit der Mannschaft überhaupt gerne zufrieden. Wie zufrieden warst du eigentlich jetzt heute? Ja, erste Halbzeit fand ich okay, nicht so ganz gut, weil wir ein bisschen lauwarm auftreten sind. Der Gegner war heute fand ich nicht so spritzig, nicht so aggressiv. Und ich glaube, der 1:0 war schon verdient, aber hätten wir vielleicht das 2-3-0 machen müssen, zum Spiel entscheiden. Und die zweite Halbzeit ist schnell das 2-0 gekommen und dann war es eigentlich Spiel entschieden. Sie haben sich nicht mehr wehren können und wir haben eigentlich nach Belieben weiterspielen können. Und ich glaube, der Sieg kommt mit 5-0 in die Höhe auch in Ordnung. Was ist dir aufgefallen heute beim USV? Der USV hat sehr viel nach außen gespielt. Ist das richtig? Oder hast du das auch gesehen, Anna? Ja, wir wollen noch gerne über außen spielen. Haben wir schnelle Spieler, vor allem mit den Kühnen. Da ist natürlich viel durchgegangen, Pass gegeben. Das 1-0 ist sehr gut gesehen. 2-0, wo der Gadi den Kopfball hat. Ich glaube, der hätte machen müssen, der Gadi, die Flanke von Kühnen. Ja, es war ein gutes Spiel gewesen. Wir sind sehr solid auftreten. Und wie gesagt, der Sieg geht völlig in Ordnung. Jetzt haben wir das nächste Spiel auswärts gegen Kosovo. Wie würdest du dich dort aufstellen? Ja, schau mal, der Nico kommt wieder zurück vom Gesperrten. Der Wolfinger ist jetzt wieder retour. Kader wird dadurch wieder was grösser. Konkurrenzkampf geht. Also das ist gut und das brauchen wir auch. Weil, wie gesagt, auch nächste Woche, wenn wir oben mitspielen wollen, brauchen wir einen Sieg in Kosovo. Also werden wir auch voll auf Sieg spielen nächste Woche. Was wäre eigentlich dein persönliches Ziel? Ja, eine Aufstiegsrunde zum Reinkommen. Mit diesem Sieg machen wir Druck auf die anderen. Ich weiß, andere Begegnungen nicht, keine Ahnung, aber wir sind dabei und das ist das Ziel, dass wir so schnell wie möglich oder so lange wie möglich dabei bleiben. Wir müssen nichts, wir dürfen nur das Motto und ich glaube, das hat man heute auch gesehen. Ja, Michael, du bist natürlich der Captain beim USV, du hast natürlich Verantwortung für die Mannschaft, aber wie ist denn das möglich, dass du immer wieder das Gold triffst? Ja, das hat sicher verschiedene Gründe. Momentan läuft es einfach, ich bin von einer langen Verletzung gekommen und seitdem ist eigentlich sehr schnell wieder bei Berg aufgegangen und habe auch gemerkt, dass es läuft und ich komme meine Bälle über. Wenn ich Chancen vorlege, komme ich auch zu meinen Chancen, die sie mir wieder auflegen und dann ist das immer so wie ein Gehen und Nehmen. Und darum, wenn es im Team läuft, läuft es auch der Stürmer. Das ist einfach so. Was ist eigentlich als Schlüssel eigentlich beim USV, dass du so wohlfühlst? Das hat auch verschiedene Komponenten. Also einerseits können wir immer auf ein sehr gut besetztes Publikum zurückschauen, wo uns tagkräftig unterstützen, auswärts wie daheim. Wir haben eine super Mannschaft, die quasi miteinander so ein bisschen zusammengekommen ist. Der Erik hat das super aufgezogen, von Grund auf. Und wir haben ein bisschen eine neue Mannschaftsstabilität reingebracht, die wir vielleicht die letzten 5-6 Jahre nicht immer genau gleich hatten. Jetzt bist doch du schon längere Zeit beim USV. Du hast Höhen und Tiefen erlebt beim USV. Was ist dir eigentlich jetzt aufgefallen, was der Trainer jetzt, der Erik, anders macht? Ja, er hat vereinzelt immer ein bisschen die gleichen Training. Das gibt einerseits auch, wie soll ich sagen, ein bisschen konstant rein. Das hat man auch jetzt gemerkt. Durch die 4 gegen 4 haben wir immer so ein bisschen körperbetonte Training, sage ich. Und das ist sicher auch der Schlüssel. Wir haben super auch Coaches und mit dem Gis und mit dem Claudio, die uns auch neben dem Platz super unterstützen. Und das ist einfach momentan ein bisschen alles. Das ganze Konzept ist einfach momentan super, finde ich. Dein persönliches Ziel beim USV? Jetzt haben wir halt wieder gewonnen. Jetzt kann ich nicht sagen, wir schaffen es oder wir könnten es nicht mehr schaffen. Es ist wirklich noch so, dass es möglich wäre, aber es ist halt sicher nicht mehr einfach. Wir haben noch 2 schwere Spiele, wobei ich denke, Baden muss nicht mehr viele Punkte machen. Die bleiben Erste, die würden dann im letzten Spiel nicht mehr mit der ganzen Klippe da antreffen. Zu treffen sie bei uns auf dem Sportpark. Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass wir die letzten 2 Spiele noch mal können so auftreten wie die letzten 2-3 und dann kommt das sicher gut. Wenn wir in das Aufstiegsspiel kommen, wäre es sicher super und sonst hätte es nicht sein müssen. Dann können wir aber gleich auf eine gute Saison zurückschauen.
Das heißt, du bleibst beim USV noch weiterhin treu? Genau, ein Jahr mache ich jetzt sicher einmal, dann habe ich zugesagt. Nachher muss ich schauen, wie es beruflich aussieht. Freundin von Zürich und darum, ich sollte nicht allzu fest vernachlässigen. Ich sollte auch ja, andere Prioritäten angehen und darum habe ich jetzt einfach sicher noch mal ein Jahr zugesagt. Ja. Mini Zeit, deine Zeit, Lied-Zeit.